Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, als erstes möchte ich dem Hohen Hause mitteilen, dass wir als Fraktion uns in unserer Sommerklausur den Direktor der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern eingeladen haben und in Gänze uns mit dieser Thematik der Aufgaben und der Verantwortung der Medienanstalt befasst haben. Das nicht nur ein Thema ist für Einzelne, die sich ab und zu mal damit beschäftigen. Also ich kann für meine Fraktion sagen, alle stehen im Stoff und wissen, worum es geht. Ja, das ist auch wichtig. Das ist bei uns überhaupt der LISCO-Prinzip zu allen Fragen. Ne? So, es ist erläutert worden, warum wir jetzt dieses Landesrundfunkgesetz ändern wollen und müssen. Das eine ist die Novellierung des Telekommunikationsgesetzes und da haben wir gar keine Anmerkung zu, weil das ist eine Folge dieser Rechtsänderung. Wir begrüßen uns auch sehr, das will ich auch ganz kurz nur sagen, dass die privaten Rundfunkanstalten jetzt Wahlwerbung machen dürfen, weil das ist argumentativ hier identisch mit dem, was Herr Sellering und auch Herr Ringgut hier ausgeführt haben. Ich denke, es kann nur das Anliegen aller von uns sein, dass diese Wahlwerbung sprichwörtlich auf allen Kanälen dann erfolgen kann, damit dann die Wählerinnen und Wähler, die Menschen informiert werden, welche politischen Forderungen die demokratischen Parteien tatsächlich haben. Zu einem Punkt möchte ich etwas sagen, das ist die Zusammensetzung des Medienausschusses. Nicht Frauenquote und Gleichstellung kommt gleich noch. Ich habe noch mal einen anderen Punkt, auch das will ich im Ausschuss dann noch mal konkret mit Ihnen diskutieren. Wir haben dort 11 Mitglieder, die nach entsprechenden Gruppierungen und Kategorien dann entsandt werden. Das Prinzip, das kennen wir ja. Gesellschaftlich relevante Gruppen entsenden ihr Mitglied in diesen Ausschuss. Bei Nichteinigung müssen wir dann als Landtag die entsprechende Wahl treffen. Das ist bekannt. Seit Anfang der 1990er Jahre wurden diese Gruppen benannt und ich möchte die Zusammenstellung doch in Frage stellen, ob das heute noch aktuell ist. Denn allein auf den ersten Blick lässt sich schon erkennen, dass zwei Gruppen nicht vertreten sind. Das sind die Migrantinnen und Migranten und das sind die Kinder über den Kinderschutzbund. Und darüber würde ich ganz gerne mit Ihnen diskutieren, denn auf der einen Seite haben wir als demokratische Fraktion einen Beschluss zur Willkommenskultur in unserem Land gefasst. Warum sollen dann nicht auch in dem Medienausschuss des Landes die Migrantinnen und Migranten entsprechend über eine Gruppe vertreten sein? Und auf der anderen Seite reden wir über das Kinderland Mecklenburg-Vorpommern. Auch das, meine ich, müsste sich in diesem Medienausschuss widerspiegeln. Zum Zweiten komme ich zu dem, was schon Herr Sellering, der Ministerpräsident und Sie, Herr Ringgut, angesprochen haben. Das ist die Frage, wie denn die Frauen in dem Medienausschuss entsprechend Platz und Stimme haben. Und ich bin der Überzeugung, hätten wir noch eine parlamentarische Staatssekretärin für Gleichstellung, dann wäre dieses Gesetz so nicht durch das Kabinett gegangen. Ja, ich will Ihnen das auch erläutern, warum. Das ist nämlich, hat damit zu tun, das ist in dem Gesetzestext, und ich will diese kleine Passage vorlesen und darauf aufmerksam machen, wo wir den Haken sehen. Wir reden in Mecklenburg-Vorpommern davon, dass es wichtig ist, dass entsprechend diese Mitglieder in den Medienausschuss entsendet werden und dass keine Ausnahmen mehr zugelassen werden sollen. In dem neuen § 52 Absatz 2 heißt es, Zitat, soweit eine andere Person als Nachfolger oder Nachfolger eines Mitglieds entsandt wird, muss diese Person eine Frau sein, wenn zuvor ein Mann entsandt wurde, oder ein Mann sein, wenn zuvor eine Frau entsandt war. Das heißt, Frau folgt Mann, Mann folgt Frau, wenn jetzt Veränderungen eingetreten sind. Und mir geht es um das Wort in dem ersten Teilsatz, muss. Wenn hier gestanden hätte, muss diese Person eine Frau sein, wenn zuvor ein Mann entsandt war. Richtig, muss. Kann ein Mann sein, wenn zuvor eine Frau entsandt war? Das ist nämlich die Frage. Es kann nämlich passieren, wenn alle Gruppen ausschließlich Frauen entsenden, das wäre ja mal ein Idealzustand, Frauen in den Medienausschuss entsenden, dann wäre der nächste Medienausschuss nach Ablauf der entsprechenden Wahlperioden, wäre dann nur aus Männern zusammengesetzt. Und das ist unsere Sorge. Nein! Wie bitte? Und deswegen haben wir die Sorge, dass das so nicht praktikabel ist. Und da würde ich ganz gerne in dem Ausschuss darüber sprechen, dass wir hier nicht in eine Falle laufen, die wir alle nicht wollen. Und deswegen bin ich der Meinung, müssen wir an dieser Stelle an dem Gesetzestext nochmal arbeiten. Nur darum, es geht nicht um das Prinzip, glaube ich, ist allen klar. Ich habe einfach nur die Sorge, dass mit der rechtsförmlichen Formulierung wir uns keinen Gefallen tun in der Umsetzung des Anspruchs, über den diskutieren wir ja als solches nicht, den wir erreichen wollen. Und deswegen
Meine Damen und Herren, bitte ich Sie, meine Anregung mal aufzunehmen und dann, dass wir dann im Ausschuss entsprechend hier reden, dass wir dann nicht immer eines Tages zu einer, das ist natürlich auch eine konstruierte Situation, aber dass wir zu einer Situation kommen, wo dann auf einmal das, was wir wollen, ja faktisch nur Männer in diesem Medienausschuss vertreten sind. Und das ist nicht meine Auffassung von Gleichstellungspolitik, auch nicht die meiner Fraktion. Danke für die Aufmerksamkeit und ich denke, wir können das im Ausschuss gemeinsam auch heilen und regeln. Danke.